Willkommen zu einem weiteren Hardware-Lux-Video. Wir sind bei der Firma Primeline zu Gast und wollen euch heute einen neuen Super-Micro-Server vorstellen. Ein richtig schickes Ding. Und ja, ich kenne mich mit der Hardware aus und der Connor ist hier neben mir. Der kennt sich richtig mit den Anwendungen aus. Vielleicht stellst du kurz Primeline nochmal vor. Gerne. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wir befinden uns hier im Headquarter der Primeline-Gruppe, wo die Primeline Solutions ansässig ist. Im Großen und Ganzen gehören zur Gruppe drei Unternehmen. Das sind die Solutions im Bereich der Hardware-Integration. Wir betreuen weiterhin auch IT-Infrastruktur mit einem Systemhaus und mit der Partimus bieten wir RZ-Dienstleistungen an, um so im Grunde als ganzheitlicher IT-Dienstleister agieren zu können. Heute soll aber wahrscheinlich insbesondere die Solutions interessant sein und das ist der Teil, in dem wir Storage-Server und auch HPC-Lösungen hier bei uns im Hause integrieren, sprich nach den Anforderungen unserer Kunden bauen. Genau, das hast du mir eben schon gezeigt. Sieht sehr cool aus, wie ihr das da alles zusammenbaut. Und ja, während ich mich mit der Hardware auskenne, habt ihr Gott sei Dank die Anwendungsahnung. Deshalb gehen wir jetzt mal rüber in den Meetingraum. Da ist das schöne Stück aufgebaut. Ja, hier ist das gute Stück, der Supermicro A1015AMT. Und ich habe mir tatkräftige Unterstützung besorgt sozusagen vom Tom hier. Hallo. Hallo. Ja, du willst uns ein bisschen was erzählen zu den Anwendungen, die da drauf laufen. Natürlich, ich bin für die Hardware zuständig, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ich habe mir letzte Woche schon die genauen Spezifikationen mal angeguckt. Man kann richtig schöne Sachen hier auf dieser einen Höheneinheit machen. Ihr habt jetzt hier eingebaut einen 7950X von AMD, also einen Ryzen-Prozessor, das aktuelle Top-Modell. Das passt hier tatsächlich auch auf einer Höheneinheit mit rein. 192 GB ECC-RAM kann man reinbauen, das ist natürlich DDR5. Mhm. Und dann haben wir hier auch noch zwei NVMe-Slots auf dem Board, die man verwenden kann. Und das auch im PCI Express 5.0 Format. Das genau. Heißt, richtig schnelle neue SSDs kann man da auch mit einbauen. Zwei Intel Gigabit Ethernet sind vorhanden. Jawohl. Mit einem IPMI auch an der Seite, um das Ganze fernzusteuern. Ja, und ihr habt noch was Cooles gemacht. Ihr habt hier eine NVIDIA A2 eingebaut. Ja. Die ist auch spezifiziert tatsächlich von Supermicro für das System. Da kann man natürlich auch wunderschön dann KI-Sachen drauf laufen lassen. Das heißt, wenn man möchte, wird das eine richtige, ja, powervolle Geschichte, Allround sozusagen. Ja. 32 Threads AMD ist natürlich richtig viel Performance unter der Haube. Aber man könnte es sich auch richtig stromsparend alles konfigurieren. Denn das Netzteil ist ein 80 plus Platinum, das heißt auch sehr effizient unterwegs. Und dann hat man in einer Höheneinheit vielleicht auch ein System, was 24/7 im niedrigen Stromverbrauch laufen kann. Also in beide Richtungen alles möglich. Wofür nutzen eure Kunden die Systeme hauptsächlich? Also die einen nutzen es als dedicated Server in verschiedenlichsten Konfigurationen, dass der Kunde sich da frei entfalten kann. Die anderen benutzen es gerne als Gaming-Server. Mhm. Viele haben auch die Anwendung mittlerweile, dass wir dort halt eine hohe Single-Core-Performance haben oder die Kunden dann halt eine hohe Single-Core-Performance haben möchten. Explizit vielleicht irgendwo in Richtung Webserver. Mhm. Nutzen wir intern auch für unseren eigenen Webshop in dem Moment, wo wir sehr gute Werte mit erzielt haben. Ja. Haben da auch einiges an Versuchen gemacht und quer getestet gegen neueste Generationen. Mhm. Und wir sind da sehr mit zufrieden. Genau. Ja, also da kann ich mich ja erinnern an die Zeiten, wo wir Game-Server noch eingesetzt haben. Hm. Da waren das noch größere Kisten immer, die man haben musste. Jetzt geht das alles auf einer Höheneinheit in auch kurzem Format quasi. Wird sicherlich keine großen Probleme geben von der Performance her, selbst wenn man viele Leute da drauf haben will. Nein. Und von der Webseite her, wir nutzen ja externe Storage-Anbindungen im Endeffekt. Wenn man da einen ESX-Server zum Beispiel drauf machen möchte, gar kein Problem, hätte man genügend Performance für mehrere Instanzen. Kann man generell tun. Genau, richtig. Also insofern wirklich spannendes System. Wir haben auch ein paar Benchmarks natürlich gemacht. Und ihr könnt natürlich zu dem Supermicro A1015AMT auch noch bei uns auf der Webseite etwas mehr lesen. Da haben wir einen ausführlicheren Artikel noch für euch. Und da könnt ihr sozusagen alle Details nachlesen. Was man so alles mit diesem 1U-Server machen kann. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool, wie AMD hier, wie Supermicro hier die Kühlung von dem AMD-Prozessor gelöst hat. Ja. Das ist sozusagen fail-proof. Da werden von vorne mit vier Lüftern wird die Luft angesaugt und dann hier über diesen
über den Kühler, Kühler abgeführt. Hinten die Spannungswandler werden auch mitgekühlt. Das heißt, eigentlich besser kann man es nicht machen. Und insofern auch genügend Leistungsreserven für einen 7950X. Jawohl. Wenn ihr euch da natürlich performance-technisch informieren wollt, könnt ihr das natürlich auch bei unseren Testberichten. Das ist im Endeffekt der Desktop-Prozessor von AMD, Ryzen 7-Serie. Und da gibt es keine großen Performance-Unterschiede, ob man den jetzt hier einbaut oder in einem normalen ATX-Gehäuse. Das ist genau das Gleiche. Ja, perfekt. Lieben Dank fürs Vorstellen. Wir werden sicherlich noch ein bisschen mit rumspielen mit dem System und schaut mal in den Artikel rein. Wie gesagt, da findet ihr alle technischen Details dazu. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.